Ich sehe alles schwarz. Sie auch? Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt nicht wenige Menschen, die alles nur schwarz sehen. Alles nur Mist, alles nur schlecht. Weil was soll es überhaupt, das Leben? Alles nur schlecht. An diesem Wochenende bringe ich Ihnen einen sehr unbekannten Philosophen. Das ist ein Mann, der etwa 400 vor Christus gelebt hatte. Demokrit. Demokrit war ein lachender Philosoph. Aber er hat wirklich auch gesehen, dass die Menschen, wie sie sich verhalten, auch gut, ja, dass er lachen konnte. Er sagte, die Menschen wollen die ganze Welt besitzen, obwohl sie diese Welt nicht mit ins Grab nehmen können. Oder die Menschen haben so viel Angst vor dem Tod, dass sie alt werden und dann jammern sie, dass sie alt geworden sind. Oder dass sie immer nach Neuem suchen, aber wenn das Neue da ist, freuen sie sich nicht. Und sie wollen das Beste von der Welt nehmen, Gold oder Diamant, aber dafür verwüsten sie die ganze Welt. Er hat wirklich verspottet oder gespottet, was wir als Menschen tun. Aber er war in seinem Leben ein lachender Mann. Und dieses Lachen ist vielleicht auch eine Gnade, wenn wir Christen sind. Und das ist auch, was Gott durch Jesus Christus gezeigt hat. Auch wenn du jammerst, wenn du Probleme hast, da ist immer noch eine Rettung. Da hat einer aus Leimener Pfarrei mir immer wieder gesagt, es gibt immer Lösungen für ein Problem. Dass wir nicht einfach nach den Lösungen suchen, das ist unser Problem. Aber es gibt immer eine Lösung für ein Problem. Und das sagt auch Jesus, als er dann heute oder an diesem Wochenende im Evangelium einen Taubstummen berührt. Und da sagt er, Vater, öffne dich. Auch diese Blockade kann gehen. Auch wenn diese Blockade bleiben würde, gibt es auch einen Weg. Hauptsache, dass wir lachen, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir anderen Menschen Hoffnung schenken. Und ganz besonders als Christen, weil Gott für uns da ist. Einen schönen Sonntag und eine gute Woche.